Eingriffe gemacht werden müssen. Dieses ganze Misstrauen, was es jetzt gibt, ist die Leistung tatsächlich medizinisch notwendig, ja oder nein, ist weg. Das ist eine Revolution. Auch spielt die Qualität dann eine ganz andere Rolle, weil nur die Kliniken, die Vorhaltepauschalen bekommen, die auch die Qualitätskriterien erfüllen, um die Leistung machen zu können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der auch immer zwischen Bund und Ländern unstrittig war. Die Qualitätsverbesserung wird garantiert, weil wir die Vorhaltepauschalen nur vergeben an die Kliniken, die für diese Leistung auch die Qualitätskriterien erfüllen. Somit habe ich eine bessere Qualität. Der Hamsterrad-Effekt ist weg, das Volumen ist nicht mehr notwendig und die kleinen Kliniken können sich dann auf das konzentrieren, was sie besonders gut können, nämlich die einfachen Fälle versorgen, aber das auch in einer Qualität, die sehr ansprechend ist. Die Patienten können sich darauf verlassen, dass die Krankenhausbehandlung, die angeboten wird, auch immer wirklich nötig ist. Und es wird eine Zentralisierung geben, weil die besonders aufwendigen Leistungen, zum Beispiel Krebsbehandlungen, die werden dann in den Spezialzentren mehr erbracht werden. Das ist auch das, was die Deutsche Krebsgesellschaft immer verlangt hat, die ja diese Reform unterstützt, wie auch fast alle medizinischen Fachgesellschaften und auch der Verband der Universitätskliniken. Hätten wir die Reform nicht geschafft, wäre auf absehbare Zeit eine solche Reform nicht mehr möglich gewesen. Daher bin ich sehr dankbar, dass wir uns heute auf sehr detaillierte Eckpunkte einigen konnten. Wir haben 14-1 abgestimmt. Das ist ein sehr beachtliches Ergebnis. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne die ausgezeichnete Koordinierung der Länder. Und die Repräsentanten sind ja hier mit am Pult und werden gleich selbst vortragen. Ich selbst bin also sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die kleinen Kliniken haben eine Art Existenzgarantie, weil wenn sie für die Versorgung notwendig sind, dann können sie mit der Vorhaltepauschale von 60% natürlich also auf dem Land überleben. Jetzt sind sie ja gefährdet, weil sie einfach die Fallzahlen nicht mehr zusammenbringen, die notwendig wären, um dort auskömmlich arbeiten zu können. Wenn das Geld 60% so bezahlt wird für die Vorhaltung, dann ist das eine Existenzgarantie für die kleinen Kliniken auf dem Land. Das ist auch der Grund, weshalb alle ostdeutschen Bundesländer hier mitgestimmt haben, sich hinter die Reform gestellt haben, weil es ist gerade für die ostdeutschen Bundesländer, wäre es nicht mehr weitergegangen, so wie jetzt, die Fallzahlen brechen ein. Wir haben uns entschieden, dass für die von mir häufiger angekündigte Transparenzoffensive für die Qualität, dass wir also darstellen, welche Klinik macht welchen Eingriff, wie häufig und was ist da für eine Qualität dahinter, wie viele Fachärzte gibt es dort, wie ist das im Vergleich zu anderen Kliniken. Da haben wir ja sehr wichtige Qualitätsdaten auch in der Vergangenheit schon gesammelt, die sind aber nie wirklich ausgewertet oder veröffentlicht worden. Diese Art der Transparenz und Qualitätsdarstellung, auch einschließlich der Darstellung, wie groß sind die Kliniken, welche Level haben die Kliniken, das macht der Bund alleine. Das werden wir dann schon also zum 1.1.24 anbieten. Dafür machen wir ein Gesetz, also das macht der Bund alleine. Was ich hoffe, so schnell machen zu können, dass es bereits im Oktober, Ende Oktober im Gesetzblatt steht. Wir gehen da in Vorleistung. Das war für uns immer ein wichtiger Punkt, aber darüber haben wir gar nicht mehr heute gestritten. Auch die Länder wollen die Qualität verbessern. Die gesamte Reform ist eine Qualitätsoffensive von Bund und Ländern gemeinsam. Aber bei dieser Transparenz waren auch einige Länder der Meinung, dass es vielleicht jetzt nicht richtig wäre oder käme zu früh oder was auch immer. Das haben wir aber gar nicht mehr heute besprochen, sondern das ist eine Initiative, die ohne Einschränkungen der Bund alleine stemmen wird, aber auch alleine stemmen muss. Das ist ganz klar. Wir holen diese Informationen von den Krankenhäusern selbst ein. Insgesamt also ein tolles Gesetz aus meiner Sicht. Wir arbeiten also über den Sommer in einer Gruppe Bund und Länder gemeinsam am Gesetzentwurf. Für die Länder werden vertreten sein Hamburg, für die also SPD-geführten Länder, Baden-Württemberg, für die grünen Länder, wenn man so will, Nordrhein-Westfalen, für die Unionsländer. Wir haben ja sehr viel aus Nordrhein-Westfalen hier übernommen. Die kompletten Leistungsgruppen konnten ja so schnell definiert werden, weil wir auf die Vorarbeiten aus Nordrhein-Westfalen zurückgreifen konnten, was wir auch gerne gemacht haben. Wir haben 5 dazu getan, aber wir sind, wo wir sind, auch weil in Nordrhein-Westfalen schon sehr wichtige Pionierarbeit gemacht wurde. Daher sind diese 3, also in der Redaktionsgruppe plus eben Mecklenburg-Vorpommern, sodass auch die ostdeutschen Bundesländer in der Redaktionsgruppe mit berücksichtigt sind. Somit werden wir also in dieser Konstellation über den Sommer hinweg das Gesetz schreiben.
Und wie gesagt, wir sind voll im Zeitplan mit dieser Einigung. Ist es also zu erwarten, dass das Gesetz zum 1.1.24 in Kraft treten kann, insbesondere weil auch die Fraktionen an den Beratungen immer teilgenommen haben. Gestatten Sie mir eine letzte Bemerkung. Die Tatsache, dass das Gesetz so schnell jetzt zum Schluss also dann doch kommen konnte, die Eckpunkte sind sehr detailliert, war auch nur deshalb möglich, oder es war ein Faktor mit dabei, dass der Bund hier wirklich sehr geschlossen stand. Also die Bundesregierung, aber auch die Fraktionen der Ampel, also Koalition, haben hier einheitlich gestanden und haben mit einer Stimme haben sie verhandelt. Wir hatten daher immer eine gemeinsame Formation. Das haben wir genutzt, um das Verfahren zu beschleunigen und einfacher zu machen. Das ist eine Art und Weise, wie wir aus meiner Sicht mehr Gesetze machen sollten, weil also dann hat man auch keine Dissonanz in den Partnerparteien der Ampel. Das ist etwas, wovon wir also profitieren, wenn wir uns auch einander so abstimmen, dass ein solches Gesetz funktionieren kann. Besten Dank, Frau Schwarz-Sauer. Ja, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen mich auch sehr zufrieden. Gerade über das letzte Wochenende hat sich gezeigt, dass wenn Bund und Länder sich aufeinander zubewegen, wir Eckpunkte erhalten, anhand derer wir jetzt tatsächlich in das Schreiben des Referentenentwurfs eintreten können. Es wird Sie nicht verwundern, wenn ich sage, dieses Eckpunktepapier trägt deutlich die Handschrift der Länder. Ich möchte aber hinzufügen, es trägt auch deutlich die Handschrift des Bundes. Und wenn wir bedenken, wo wir mal gestartet sind vor ein paar Monaten, dann haben wir jetzt einander die Positionen so angenähert, dass wir die Qualitätsziele, die wir gemeinsam ja in der gesamten Diskussion in den Vordergrund gestellt haben in all der Zeit, dass wir die auch werden im Gesetz niederschreiben können. Unser gemeinsames Ziel war und ist, dass in Bottrop, Buxtehude und in Hamburg-Barmbek, wenn ich das mal so ein bisschen slangmäßig noch hinzufügen darf, wir bei Operationen im Krankenhaus eine gleichbleibende Qualität haben. Und dieser kleine Wahlspruch oder dieser kleine Spruch dient natürlich dazu, noch mal in die Mitte zu stellen, diejenigen, für die wir das tun oder für die wir auch diese lange Verhandlungsstrecke auf uns genommen haben, nämlich für die Patientinnen und Patienten in diesem Land. Und die jetzt gefundene Qualitäts- und Finanzierungsoffensive, die wir heute beschlossen haben, die wird dazu führen, dass wir Stress rausnehmen aus dem System, dass wir das Hamsterrad ein Stück weit reduzieren und dass wir in der Zukunft unsere Kliniken noch weiter befähigen, das zu tun, was sie richtig gut können, dass sie nämlich den Weg der Spezialisierung und der Digitalisierung, die ja durchaus in den nächsten Jahren in der Medizin eine sehr große Rolle spielen werden, dass sie die auch durchführen werden. Dabei bleibt, das war uns Ländern immer wichtig, die Planungshoheit auch bei den Ländern. Wir haben sehr weitreichende Möglichkeiten durch den Bund erhalten, bei der Initiierung der Leistungsgruppen mitzuwirken. Ich denke, da werden meine Kollegen auch gleich noch etwas zu sagen. Mir ist besonders wichtig, dass die Länder eine Definitionshoheit erhalten über die Fragestellung, was ist eine Fachklinik und was ist eine Level 1i-Klinik, was ist eine Level 1n-Klinik. Ich gebrauche jetzt diesen Begriff, obwohl Sie wissen, dass er eigentlich in meiner Sprache nicht vorkommt, aber vielleicht ist es das etwas, was Sie dann auch im Papier wiederfinden und da dann auch einen kleinen Ankerpunkt haben. Das wird dazu führen, dass wir mit unseren Krankenhäusern vor Ort die engen Dialoge, die wir aus unseren Planungsrunden kennen, besser fortsetzen können. Das war uns Ländern immer wichtig. Und es führt auch dazu, das Papier, was wir heute beschlossen haben, dass die regionalen Unterschiedlichkeiten in den Planungen, in den, sage ich mal, regionalen Herausforderungen zwischen Stadtstaaten, zwischen Flächenstaaten, zwischen Ländern, die schon einen Strukturwandel hinter sich haben, wie beispielsweise die neuen Bundesländer, dass wir hier eine ausgewogene Lösung gefunden haben. Die Lösung ist ausgewogen, sie ist aber kein fauler Kompromiss. Und dafür stehen wir, glaube ich, alle hier. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit auch beim Schreiben des Gesetzentwurfs und bin sicher,
und dass wir in den nächsten Monaten noch die ein oder andere Diskussion führen werden. An dieser Stelle kann ich sagen, ich stehe hier sehr zufrieden und vielleicht auch ein bisschen fröhlich und freue mich auf den weiteren Prozess. Vielen Dank. Ja, als aktueller Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz möchte ich einfach nochmal das betonen, was Bundesminister Lauterbach erwähnt hat, dass es ein Beschluss ist, den 14 Länder zugestimmt haben. Ein Land hat dagegen gestimmt, ein Land hat sich enthalten. Also auch in der Satzung unserer GMK ist es ein gültiger Beschluss, weil wir ja 13-3 haben. Also es ist tatsächlich politisch gewichtet. Ich glaube, man darf sagen, wo die Stimmen kommen, weil das wird, ja, also die Gegenstimme kam aus Bayern und die Enthaltung aus Schleswig-Holstein. Und an alle anderen, und wir haben ja eine sehr multiple Zusammensetzung der politischen Lager, wobei ich heute auch nochmal gesagt habe, in dem Punkt spielt A, B oder G keine Rolle. Und ich glaube gerade auch, dass wir heute diesen Beschluss auch übers Wochenende machen konnten, war, weil wir uns in Friedrichshafen, da bedanke ich mich auch nochmal, so viel ausnehmend viel Zeit für die detaillierten Punkte nehmen konnten, am richtigen Ort das richtige Angebot, dort Leistung konzentrieren, stark machen und dann eben keine geborenen Verlustbringer, sondern geboren langfristig ökonomisch ausreichend bei hoher Qualität. Ich bin sehr stolz auf das ganze Kapitel sektorenübergreifende Versorger. Das hat der Bundesminister angesprochen. Die Definitionschance Länder und Bund bei den Leistungsgruppen. Und ich glaube wirklich, das Tolle an dem Prozess, den wir am 3. Januar begonnen haben, wir waren uns in der Intention von Anfang an einig. Und natürlich kommt der Bund von einer höheren Flughöhe. Und wir kommen halt von der Basis, von vor Ort. Bei uns stehen halt die Bürgermeister, die Bürgerinnen, die Bürgermeisterinnen. Bei uns gibt's halt mal den Tomatenflug, wenn ein Klinikum fusioniert wird oder ein kleines Klinikum geschlossen wird. Und genau aus diesen praktischen Erfahrungen, den Erfordernissen der Fläche und der Wissenschaft, und natürlich letztendlich, dass das Geld ja nicht mannigfaltig zur Verfügung steht, dass wir gute Ressourcenallokation benötigen, hat uns befähigt, diesen Prozess mit der jeweiligen Beharrlichkeit sowohl des Bundesministers, der Bundestagsfraktionen, aber natürlich auch uns als Länderfamilie. Und wir können Ihnen heute ein Ergebnis präsentieren. Da wird im Detail schon noch einiges zu besprechen sein. Aber ich glaube schon, dass wir nach der letzten Reform der DRGs, die ja damals eingeführt wurden, am Anfang eine gute Wirkung erzielten, dann immer komplexer, komplizierter, ein Reich in sich waren, auch mit Regularien drumherum, die eigentlich keiner mehr durchschaut hat. Und ich glaube, dass wir gut sind. Erlauben Sie mir noch einen Satz, was mir heute gut gefallen hat, die ganze Zeit an der Debatte. Wir werden da entbürokratisieren, wo es wirklich sinnvoll ist. Weil wir waren uns alle einig, wir haben ein Personal in unseren Gesundheitskliniken, in unseren Gesundheitsdienstleistenden, die sind ausgezehrt, die sind be- und überlastet. Wir müssen diese Ressourcen schonend behandeln. Das heißt, jede Reform, die wir jetzt machen, machen wir im Einvernehmen mit unseren Beschäftigten. Wir waren uns einig, dass wir die Pflege auch auf die Augenhöhe mitnehmen bei der Ausgestaltung der Leistungsgruppen. Ich glaube, es ist was ganz Entscheidendes. Die Botschaft ist, dass wir unsere Beschäftigten im Blick haben bei dieser Reform, dass sie nicht ohne sie gemacht wird, weil sie werden sie dann tatsächlich vor Ort leben. Ich glaube, es ist mal deutlich geworden. Und die Kollegin Schlotzer hat gesagt, wir hatten ja in Friedrichshafen Besuch von befreundeten Nachbarländern. Und der österreichische Kollege, der in einer durchaus vergleichbaren Situation ist,
halt Österreich hat weniger Einwohner wie Baden-Württemberg, aber trotzdem war es ein hoher Besuch. Sowieso, der hat gesagt, das Motto lautet, und ich glaube, da haben wir uns heute auch nochmal eine Scheibe abgeschrieben, digital vor ambulant vor stationär. Also wir müssen auch die ganzen Chancen Telemedizin, der Kooperation, der Zusammenarbeit, die wir wieder bei der sektorenübergreifenden Versorgung bündeln, stärken, weil wir können nicht alles auf der Angebotsseite allein lösen. Das geht gar nicht. Wir müssen auch das Thema Gesundheitskompetenz der Bevölkerung deutlich annehmen. Ich habe es das letzte Mal hier schon gesagt, die Richtung der Notfallversorgung, die übrigens aus UAG zeitgleich tagt, geht in die richtige Richtung, Herr Bundesminister. Ich glaube, da haben wir viele Tangentialen, die wir heute noch mal bündeln konnten. Also ich bin auch ein bisschen stolz, dass wir heute da dabei sein durften. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, es war ein weiter Weg. Wenn ich mal dran denke, wo wir 2018 in Nordrhein-Westfalen angefangen sind, zu sagen, wir machen eine Krankenhausplanung ohne Betten. Wir machen Leistungsgruppen und Leistungsbereiche. Wenn ich dran denke, wie die Zelle darauf reagiert hat. Und heute stelle ich fest, dass das, was wir in Nordrhein-Westfalen 2018 begonnen haben, die Grundlage für einen wesentlichen Teil der Krankenhausplanung in ganz Deutschland wird. Und das ist ja wohl ein Zeichen, dass wir da nicht alles verkehrt gedacht haben, sondern dass wir in eine Richtung gedacht haben. Diese Planung ist eine Möglichkeit, dass wir in unserer Krankenhausplanung eine überprüfbare Qualität hinkriegen. Leistungsbereiche bedeuten, dass Krankenhäuser dafür eine Struktur haben müssen. Das heißt, die Technik, das passende Fachpersonal und dass sie auf der anderen Seite auch eine Fallzahl haben müssen, wodurch eine gewisse Routine entsteht. Das heißt auch, dass der starke Konkurrenzkampf von Krankenhäusern, wer macht was, in den Regionen dadurch auch ein Stück weit geordnet wird, denn dieser starke Konkurrenzkampf hat natürlich auch Ressourcen, sowohl bei Personal wie bei Geld, in den letzten Jahren auch gekostet. Und das hing natürlich an den Fallpauschalensystem. Und wo dann die Möglichkeit da war, dass der Bund die diagnosebezogenen Fallpauschalen ein Stück weit in Frage stellt, war das eigentlich für die Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen, das will ich hier ganz klar sagen, ein Glücksfall. Denn Leistungsbereiche und Leistungsgruppen funktionieren natürlich besser, wenn man auch Vorhaltepauschalen hat. Und deswegen sage ich ganz offen, dass ich von Anfang an in diesem Prozess als nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister ein großes Interesse hatte, dass wir das hier voreinander kriegen. Und das haben wir in den letzten, würde ich mal sagen, seit Januar unterschiedlich auf und ab gegeben, wie das halt immer in einem solchen Prozess so ist. Aber wir haben sehr konzentriert an diesem Ziel gearbeitet. Und ich bin halt froh, dass wir heute diese Eckpunkte verabschiedet haben, dass wir gemeinsam einen Gesetzesentwurf über die Sommerpause erstellen werden. Ich gehe dann davon aus, dass er auch dann im Bundestag und Bundesrat eine Mehrheit hat, sodass wir damit wirklich auch in einen großen Konsens die Krankenhauspolitik in Deutschland bestimmen. Denn das ist ja auch etwas Befriedendes in der Zähne, in einem wirklich, ich sage immer, Krankenhäuser sind ja neben die Schulen unsere wichtigsten öffentlichen Einrichtungen. Da arbeiten natürlich auch ganz viele Menschen, da hängt auch ganz viel an Arbeitsplätzen dran, an Sozialversicherungsbeiträgen dran, an Löhnen dran, an Familien dran, dass da eine gewisse Stabilität ist und wir ortsnahe, aber auch qualitativ gute Versorgung, glaube ich, hier wirklich gut miteinander verbinden können. Und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren gemeinsam gestalten können. Ich bin sehr, sehr sicher, dass das unser Krankenhaussystem und damit auch das gesamte Gesundheitssystem in Deutschland einen großen Schritt nach vorne bringen wird und dass ein kleiner Urgedanke, dieses zu machen. Sie müssen ja denken, solange man in Deutschland denken kann, hat man Krankenhäuser immer mit Betten geplant. Dass wir das hingekriegt haben, darüber freue ich mich sehr und ich bin sicher, dass das eine gute Sache wird, Schritt für Schritt auch in den nächsten Jahren. Ein solcher Prozess braucht auch Zeit, das muss man ganz klar sagen. Aber
er wird auf jeden Fall am Ende in die richtige Richtung gehen, zu qualitativ guten Krankenhäusern und auch nach wie vor Krankenhäuser, die auch für die Menschen auch in den ländlichen Regionen erreichbar sind. Schönen Dank. Markus Grill vom Norddeutschen Rundfunk. Ich habe eine Frage zu der Pädiatrie. Die Leiterinnen und Leiter